Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Richtig Schwanger. Heute geht es um die ersten Zeichen einer Schwangerschaft. Und vielleicht kennst du es auch von dir oder auch von Freundinnen. Man kommt morgens an die Arbeit und sagt, boah, mir ist aber heute schlecht, ich habe auch so Kreislaufprobleme. Und dann werden schon alle Augen ganz groß und alle denken, okay, sie ist schwanger. Schwangerschaftsübelkeit kennt also eigentlich so jeder. Gibt es aber noch andere Anzeichen an deinem Körper, die dafür sprechen, dass du schwanger bist? Das klären wir jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! Eines der ersten Schwangerschaftszeichen ist natürlich, man braucht es kaum gesondert erwähnen, das Ausbleiben der Regelblutung. Wenn sich ein Embryo einnistet, ist das natürlich auch gleichzeitig das Zeichen für den weiblichen Körper, die Schleimhaut dort nicht abzustoßen, man bekommt also auch nicht die Periode. Und wenn man vorher einen relativ regelmäßigen Zyklus hatte und die Periode bleibt jetzt 1, 2, 3 Tage aus, machen sich natürlich schon die ersten richtigerweise Gedanken, da könnte sich jetzt doch was anbahnen. Eine weitere Veränderung in der Frühschwangerschaft sind ganz klassisch eine gewisse Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Blässe im Gesicht. Und das hat den Hintergrund, dass wenn sich da jetzt etwas einnistet und dieser Mutterkuchen da sich auch quasi in die Frau hineinfrisst und das Blut von der Frau anzapft, dass man weniger Blut für sich zur Verfügung hat, ist der erste Grund. Und der zweite ist, die Frauen nehmen Blutplasma zu in der Schwangerschaft. Also nicht die Blutkörperchen erhöhen sich, sondern die Flüssigkeit, die die Blutkörperchen umgibt. Unterm Strich ist dein Blut einfach verdünnter. Und dadurch hast du auch weniger Blut quasi in dir. Deswegen ist dir schwindelig, deswegen sind die Frauen oft blass und haben so einen Eisenmangel. Und deswegen ist man auch oft müde. Das ist ein ganz klassisches Symptom in der Frühschwangerschaft. Und gegen den Eisenmangel kann man natürlich mit Eisenpräparaten was machen, aber gegen diese Müdigkeit, gegen diese Abgeschlagenheit am Anfang, da kann man erstmal gar nicht so viel machen und viele Frauen berichten davon, dass sie in den ersten Trimestern besonders ziemlich geplättet waren und dann ging es schon wieder, das hat einfach den Hintergrund. Die gute Nachricht ist, der Körper gewöhnt sich dran. Das ist wie ein Leistungssportler, der auf einmal in großer Höhe ein Training macht und erstmal total geplättet ist und irgendwann adaptiert sich der Körper daran. Also die Frauen gewöhnen sich auch daran, aber das ist am Anfang sehr, sehr lästig, weil man nur total geplättet im Bett liegt. Sprechen wir als nächstes über ein Symptom oder Symptome, die oftmals auch belächelt werden. Es sind die psychischen Veränderungen während so einer Frühschwangerschaft. Und das betrifft nicht nur die Frauen an sich, sondern im besonderen Maße auch die Partner, die Familie, enge Freunde. Alle merken, irgendwas ist da anders. Auch man selbst merkt ja, da ist irgendwie was anders. Ich bin da viel empfindlicher für irgendwelche falschen Worte. Auf einmal bin ich wieder ganz euphorisch und wieder ganz niedergeschlagen. Also irgendwas passiert da. Irgendwas ist nicht so wie vorher. Und es wird deswegen belächelt, weil es das zum Beispiel ja auch beim normalen Zyklus gibt. Jeder Freund oder Mann kennt vielleicht dieses prämenstruelle Syndrom, wenn die Frau kurz vor den Tagen so ein bisschen abdreht und man darf überhaupt nichts mehr sagen, ohne dass man rechts und links eine gescheuert bekommt. Und das gibt es halt in so einer Frühschwangerschaft auch. Das Gemeine daran ist, man kann diese Hormone, die dafür verantwortlich sind, eben nicht greifen, nicht fassen, nicht sehen. Und deswegen denkt man immer, oh Gott, was stellt die sich denn so an, was ist denn da los? Aber man kann sich da gar nicht wehren. Und ich bringe immer ein ganz lustiges Beispiel. Wenn man jetzt zum Beispiel im Freizeitpark in der Achterbahn eine Runde dreht und rauskommt und gefragt wird, oh, wie fandst du es, wie war es denn? Da sagt kein Mensch, sagt da, ja, war ganz nett, nee, war cool. Sondern da sind alle völlig am Abdrehen und sagen, boah, das war total krass, ich will da nochmal rein und so weiter. Und das ist nur so ein bisschen Adrenalin, also auch ein Hormon, was den Körper total irre machen lässt. Und genauso kann man sich das vorstellen in der Frühschwangerschaft. Wenn sich so eine Frucht dort einnistet, dann geht der ganze Körper steil. Dann sagt der, Hormone produzieren ohne Ende, alles bereit machen für die Schwangerschaft. Und so ein Hormoncocktail, der schlägt sich eben auch so ein bisschen aufs Gemüt nieder. Das heißt, so eine gewisse Stutenbissigkeit, sagt man ja auch, ist da ganz normal, ist total lästig für alle Beteiligten. Die Frau merkt ja auch selber, dass da irgendwas nicht so ganz richtig läuft. Da muss man einfach stark bleiben, auch mal drüber sprechen, mit anderen drüber sprechen. Das ist völlig normal, da kann man sich gar nicht wehren. Man muss nur wissen, dass es sowas gibt und dass sich sowas auch wiedergibt. Ein klassisches Schwangerschaftszeichen in der Frühschwangerschaft ist sicherlich die morgendliche Übelkeit oder Übelkeit generell. Einige von euch werden das bestimmt kennen, denn es kommt relativ häufig vor. Und das ist einem Hormon geschuldet, nämlich dem Beta-HCG. Dieses Beta-HCG bestimmt man übrigens auch im Schwangerschaftstest. Ja. Und je mehr das wird, desto schlimmer kann das mit der Übelkeit werden. Deswegen sind gerade die ersten Wochen ziemlich heftig mit Schwangerschaftsübelkeit. Gibt aber auch noch weitere Symptome, zum Beispiel, dass man Sachen nicht mehr riechen kann. Ob es Alkohol ist oder Fleisch oder irgendwelche ganz normalen Gerüche, die man früher nicht als störend empfunden hat, empfindet man auf einmal als total abartig, widerwärtig. Man kann kaum dran riechen, ohne Wirkreiz zu bekommen.
Auch das ist der hormonellen Umstellung geschuldet und völlig normal in der frühen Schwangerschaftswoche. Auf der anderen Seite gibt es aber auch diese Heißhungerattacken, wie man sie auch aus dem Fernsehen kennt. Also die sauren Gurken mit dem Nutella-Glas zusammen, das gibt es tatsächlich und ist gar nicht so selten, dass man auf einmal Lust auf irgendwas Abgefahrenes hat, irgendwas ganz Widerwärtiges, auf das man früher nie Lust gehabt hat, womit man danach auch wieder ziemlich zu kämpfen hat. Das liegt natürlich schwer im Magen, saure Gurke und Nutella verträgt sich dann doch irgendwie nicht so ganz gut. Und ja, das ist so der ewige Kreislauf. Heißhungerattacken, Übelkeit, man kann die Sachen nicht mehr so gut riechen. Klassisches Beispiel für Zeichen einer Frühschwangerschaft. Ein absoluter Klassiker kommt sehr häufig vor und viele wissen das nicht. Und deswegen laufen sie auch ganz schnell zur Ärztin oder zum Arzt oder auch in die Notaufnahme, sind vaginale Blutungen. Und zwar jetzt nicht die Blutungen, die wirklich so stark sind wie die Periode oder noch mehr, sondern so unterperiodenstarke vaginale Blutungen. Das können nämlich solche Einnistungsblutungen sein. Dieser heranwachsende Embryo, der frisst sich ja quasi wie ein Parasit. Ganz so schlimm ist es nicht, aber er frisst sich in die Gebärmutter, also in die Mutter quasi rein. Und dabei werden logischerweise auch mal Gefäße eröffnet, also kleinste Gefäße, die auch bluten können. Und gerade morgens, wenn man dann aufsteht, dann hat sich ein bisschen Blut in der Scheide gesammelt. Man steht auf und dann kommt natürlich da ein Schwall Blut raus, da erschreckt man natürlich. Das ist auch kontrollbedürftig, man muss es auf jeden Fall auch beobachten an sich selbst. Und wenn das da bleibt, dann muss man auch zur Ärztin oder zum Arzt gehen. Aber so etwas kommt ganz, ganz häufig vor in der frühen Schwangerschaftswoche, ist meistens gar nichts Schlimmes. Aber man erschrickt natürlich, wenn man auf einmal in so einer frühen Woche blutet. Und was zu der Blutung auch noch dazukommen kann, ist so eine gewisse Art von Unterbauchschmerz, so ein Ziehen. Das fühlt sich fast an wie Periode. Das heißt, okay, ich habe Periodenschmerzen, ich habe eine Blutung. Die meisten Frauen denken dann natürlich, wenn sie jetzt nicht gerade extremen Kinderwunsch haben und schon auf den Schwangerschaftstest gepinkelt haben, denken sie, okay, meine Periode, die ist jetzt irgendwie ein bisschen später oder ein bisschen früher, aber sie ist jetzt da, ich habe Schmerzen, ich habe Blutung, was soll das denn sonst sein? Also Unterbauchschmerz und Ziehen und auch eine leichte Blutung ist ganz normal, ist in der frühen Schwangerschaftswoche sehr, sehr häufig. Kein Grund zur Panik, aber gerade wenn die Blutung stärker ist oder wirklich die Schmerzen extrem heftig sind, da muss man natürlich zur Ärztin gehen oder zum Arzt. Dahinter kann auch immer eine Schwangerschaft stecken, die nicht da wächst, wo sie wachsen soll, nämlich in der Gebärmutter, sondern irgendwo im Eileiter oder sowas. Also das ist schon kontrollbedürftig, aber jetzt, wenn es Sonntagabend ist und man hat jetzt Schmierblutung, aber es tut nichts weh, dann kann man ganz getrost bis zum nächsten Tag warten, bis Montag früh, dann zur Ärztin gehen oder zum Arzt und nicht Sonntagnacht stundenlang in der Notaufnahme verbringen. Also ich möchte damit nicht sagen, dass jede Blutung und jeder Unterbauchschmerz normal in der frühen Schwangerschaftswoche ist, aber es kann vorkommen und ganz oft ist es gar nichts Schlimmes. Jede zweite Frau ist übrigens von vermehrtem Harndrang in der frühen Schwangerschaftswoche betroffen. Es hat den Hintergrund, dass der Unterleib einfach vermehrt durchblutet wird. Viel von dem Blut geht zur Gebärmutter, geht zur Beckenbodenmuskulatur, alles wird ein bisschen besser durchblutet, auch die Harnblase. Und dann gibt es noch ein weiteres Hormon, das Progesteron. Das kann sogar dazu führen, dass die Blasenmuskulatur sich ein bisschen entspannt und deswegen hat man das Gefühl, die ganze Zeit pinkeln zu müssen. Das war das Video zum Thema Zeichen einer Frühschwangerschaft und ihr braucht jetzt hoffentlich alle gar keinen Schwangerschaftstest mehr, sondern ihr erratet einfach selber, wann ihr schwanger seid oder nicht. Nein, Spaß beiseite, das war hoffentlich einigermaßen informativ, denn so manche Symptome hat man gar nicht auf dem Schirm während der Frühschwangerschaft und macht sich komplette Sorgen, gerade die Blutung oder Unterbauchschmerzen sind natürlich Dinge, die sehr erschrecken können. Deswegen hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Gebt mir bitte einen Daumen nach oben, um mir das zu zeigen. Abonniert natürlich diesen Kanal. Folgt mir bei YouTube und Instagram. Scheiße, wir sind bei YouTube. Folgt mir bei Instagram und Facebook, um nichts mehr zu verpassen. Ich glaube, das lasse ich so drin. Ich fand das ganz nett. Scheiße. Macht's gut.